Er zählt zu den größten YouTubern Deutschlands mit über 500.000 Abonnenten und Millionen von Aufrufen. Aber wer steckt hinter dem Synonym Montana Black? Ja, eigentlich bin ich ein ganz normaler Junge, schon immer gewesen, habe immer so mein Ding gemacht und ob das jetzt immer gute Sachen waren, die ich gemacht habe oder nicht, sei mal dahingestellt. Ich habe ganz normal damals meine Schule gemacht, bin dann leider auf die Hauptschule gekommen, war vorher aber auch auf der Realschule, hatte aber ein schlechtes Zeugnis, bin dann zur Hauptschule gewechselt und habe eigentlich immer mein Ding gemacht, hatte viele Freunde, war recht beliebt, muss ich sagen. Und leider war einfach dann irgendwann der Punkt, wo ich ja auch falsche Freunde hatte, würde ich fast schon behaupten, wo einfach das Problem war, dass der eine besagte Kollege, ich will jetzt keinen Namen nennen, der hatte aber auch einen großen Bruder. Und der große Bruder hatte halt damals was mit Drogen zu tun und natürlich wir mit 13, 14 war das ungefähr, hatten da schon Interesse dran zu wissen, was die Leute da machen. Warum sind die immer so gut drauf, warum lachen die so viel, warum riecht das immer so süßlich, also der Grasgeruch. Und ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr genau an den Tag erinnern, aber irgendwo haben wir uns dann mal entschlossen, ihn zu fragen, ob wir davon was abbekommen. Und für mich damals die doofe Entscheidung, dass der Bruder ja gesagt hat. Und wir hatten auf jeden Fall eine gute Zeit, so ist es nicht, also so mit 13, 14 das erste Mal zu kiffen ist vielleicht nicht der Idealfall, aber wir haben damals eine gute Zeit gehabt, keine Frage. Bloß leider war das für mich im Werdegang auf mein späteres Leben eine recht schlechte Entscheidung, da man auch natürlich die Schule vernachlässigt etc. und einfach nicht das macht, was man eigentlich mit 13 oder 14 Jahren machen sollte. Also irgendwann kam einmal der Punkt, wo ich ganz unten war, würde ich schon fast behaupten. Und ich habe das schon mal auch in einem Video erzählt, mehrfach sogar, weil ich einfach möchte, dass die Leute nicht den Fehler machen, den ich mache. Habe mich dann einfach irgendwann entschlossen, Geld von meinen Großeltern zu klauen, weil ich einfach auf illegale Weise kein Geld mehr besorgen konnte. Oder einfach, ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe, es war einfach in dem Moment der leichteste Weg, sich die Kreditkarte von meinem Opa zu nehmen und sich das Geld abzuheben. Und irgendwann kam halt dann der Tag, wo das rausgekommen ist, was ganz logisch eigentlich ist. Und da habe ich dann einfach natürlich einen Keil zwischen mir und meiner Familie getrieben, der berechtigterweise erstmal gar nicht wegzuschaffen war oder wie man das nennt. Also ich bin nach Hause gekommen und meine Großeltern saßen dort und haben zu mir gesagt, komm mal her. Und ich wusste schon, Marcel, jetzt ist Ende im Gelände, so jetzt ist es rausgekommen. Ich kann ehrlich gesagt gar nicht sagen, wie das zustande kommt. Irgendwann war einfach bei mir für mich der Punkt, wo ich morgens aufgewacht bin und zu mir gesagt habe, da hast du keinen Bock mehr drauf. Er hat den Sprung geschafft, reist um die Welt und produziert immer außergewöhnlichere Videos. Marcel ist immer ideenreich und schafft es immer wieder aufs Neue, seine Videos gut zu gestalten. Aber wie genau hat er das angestellt? Von heute auf morgen, ich kann mir nicht mehr erklären, wie ich das gemacht habe. Ich habe von heute auf morgen einfach mit beiden aufgehört. Nicht am selben Tag, ist klar, aber ich habe von heute auf morgen einfach aufgehört. Und in der Zeit habe ich dann mit YouTube angefangen, beziehungsweise habe Videos über einen Kinomodus. Es gibt in dem Spiel so einen Kinomodus, wo du dich mit deinem YouTube-Konto verknüpfen kannst. Und von dem Spiel kannst du von der PlayStation oder von der Xbox kannst du das direkt hier ins Internet reinziehen. Und dort habe ich es dann mal ein paar Kollegen geschickt und ähnliches. Und auf einmal, ich kann mich noch gut daran erinnern, auf einmal hat mir dann jemand unter das Video geschrieben, cooles Video, und hat einen Daumen nach oben gegeben. Und dann hing ich hier vor der Kiste und hab gedacht, hä? Warum guckt er mein Video? Wieso liked er das? Warum schreibt er mir einen Kommentar? Wo kommt er her? Da kamen dann auf einmal immer mehr Leute, nicht jetzt irgendwie Hunderte, aber wenn ein neuer in der Woche dazu kam, habe ich mich gefreut wie ein Kind. Und dann habe ich einfach auf einmal gemerkt, ey scheiße, da gibt's ja Leute, die sich sowas angucken. Und dann bin ich richtig heiß auf YouTube geworden einfach. Da hatte ich richtig Bock da drauf. So, und dann ist einfach für mich YouTube meine neue Droge so geworden. Ich wusste auch einfach, wenn ich jetzt wieder mit dem ganzen Kram aufhöre, darf ich nicht wieder eine Suchtverlagerung haben. Hätte ja auch sein können, dass ich dann auf einmal angefangen habe, keine Ahnung, irgendeine andere Droge zu nehmen. So, und dann ist einfach YouTube meine Sucht geworden. Und dass diese Leute einfach meine Videos schauen, fand ich einfach das hat mir einfach ein unheimlich geiles Gefühl gegeben. Unheimlich geiles Gefühl. So. Und dann habe ich angefangen, mein Geld nicht für Drogen auszugeben, sondern für Equipment, für YouTube. Also Marcel, was ist denn wirklich wichtig im Leben? Lasst die Finger von Sachen, die euch vom rechten Weg abbringen. Konzentriert euch einfach auf euch selber. Auch wenn ihr vielleicht Freunde habt, die viel saufen gehen, die andere Sachen machen, konzentriert euch einfach auf euch, dass es euch gut geht, dass ihr einen gescheiten Schulabschluss in der Tasche habt, dass ihr einen Job macht, der euch Spaß macht. Nur weil irgendwie andere Leute zu euch sagen, dass es cool ist, irgendwie jedes Wochenende auf Party zu gehen oder irgendwie in diese Richtung. Das stimmt gar nicht. Wichtig ist einfach, dass aus eurem Leben was wert und viele Leute, die ihr in eurer Jugend kennenlernt, zu denen habt ihr später gar keinen Kontakt mehr.
Ich habe leider nie jemanden gehabt, der mir wirklich klar gemacht hat, dass die Schule das Wichtigste im Leben ist. Das war mir damals selber nicht bewusst und ich wäre froh gewesen, hätte ich jemanden gehabt, der mir das gesagt hat. Aber Schule ist einfach das, was ihr später seid. Das müsst ihr euch einfach ja, vor die Augen halten. Schule ist das, was ihr später seid. Strengt ihr euch nicht richtig in der Schule an, kann es sein, dass ihr niemals den Job erlernen könnt, den ihr wirklich machen wollt. Also setzt euch auf den Hosenboden und strengt euch an.